Der Auguste Escoffier ist der Herr, wo man grimmig über die Schulter schaut. Er war ein legendärer Chefkoch und Visionär, der 1935 im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Nur heute ist sein Vermächtnis in der klassischen französischen Haute Cuisine allgegenwärtig. Er war aber auch ein Mann, der grossen Wert auf die Weiterentwicklung des Kochberufs gelegt hat. Und um Weiterentwicklung und das Weitergeben von Wissen geht es in unserem ersten Beitrag. Die Schweizer Delegation von der Disciple d'Escoffier Suisse haben sich in Bern an der Generalversammlung getroffen. Das Wichtigste gleich vorneweg. Nimmst du die Wahl an, ja oder nein? Pierre-Alain Favre ist in seinem Amt als Präsident von Disciple d'Escoffier Suisse bestätigt worden, mit einem klaren Ziel. Also schön, bin ich wieder gewählt. Meine Ziele sind zuerst die meiste Aktivität, die haben wir die letzten drei Jahre angefangen, zum fertig zu machen. Und wer weiß, vielleicht noch andere Sachen, verrückte Sachen, die die Attraktivität von Escoffier Suisse zum bekannt machen. Die traditionelle Vereinigung besteht in der Schweiz seit 28 Jahren und zählt rund 300 Mitglieder. Gegen außen hin wirkt die Vereinigung elitär und ein wenig verstaubt und deshalb nur wenig attraktiv. Das Zauberwort heißt Jeune Talent Escoffier. Neu innovativ ist durch die Jeune Talent, wo dieses Jahr oder vor jetzt schon zwei, drei Jahren haben wir da wirklich das intensiv Kochwettbewerb gemacht und viel noch Aktivität für unsere jungen Talente. Der Kochwettbewerb richtet sich an junge Köche in Ausbildung, die nicht älter als 22 Jahre sind. Aus den nationalen Wettbewerben werden jeweils die Teilnehmer für ein internationales Finale erkoren. Tanja Schneider gehört zu den Teilnehmerinnen, die sich 2014 erfolgreich dem zweiten Konkurs des Young Talent Wettbewerbs gestellt haben. Es hat mir sehr viel gebracht. Es war halt eine super Übung, auch für die LAP selber nachher. Ich konnte sehr viel proben und so ist halt die Routine sehr gut gekommen. Es war an diesem Tag sehr stressig, ich war sehr aufgeregt. Ich habe einen Kombi bekommen, der gerade im ersten Lehrjahr gerade angefangen hat. Da musste ich sehr mit ihm schauen, wie es überhaupt funktioniert, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie man eine Sellerie schält. Also es war ein super Tag für mich. Ja, also es war keine Erfahrung. Man hat gelernt. Es war auch eine gute Prüfungsvorbereitung für die LAP. Und ich denke, ich habe viel mitnehmen vom Wettbewerb. Und es war sicher eine gute Erfahrung. Es ist für die Jungen, die wirklich wollen, ist es ein Sprungbrett sicher zum Weiterkommen. Also einmal einen ersten Einblick, einmal schnuppern in einem Wettbewerb. Was geht dort so ab? Was kann ich machen? Zum ein bisschen Fuss fassen auf dem Wettbewerb, aber auch im Disziplin Escoffier zum Weiterkommen oder auf dem Beruf selber. Der Kochwettbewerb Young Talent dürfte also ganz im Sinne des legendären Chefs Auguste Escoffier sein. Er, der maßgeblich die Entwicklung und Ausbildung des Kochberufes geprägt hat. Aber auch für die rund 300 Mitglieder, die nicht mehr als Jeune Talent durchgehen, bietet die Vereinigung spannende Möglichkeiten und Vorteile. Gut, es ist ein sehr gutes Netzwerk. Wir lernen sehr gute Köpfe kennen, schweizweit. Es hat ganz ausgezeichnete Köche dabei, kreative Köpfe, junge Talente, die man fördern kann. Also die Breite von der Gastronomie kann man abdecken. Ja, das ist natürlich unsere Leidenschaft für die Lebensmittel. Und für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die uns Freude macht, um bei Escoffier dabei zu sein. Ich bin als Journalist dabei, das sieht man auch an der blauen Schärpe. Und mir geht es darum, das, was die Lieferanten den Köchen ermöglichen, nämlich die besten Produkte den Köchen zur Verfügung zu stellen, da nützt es ja nichts, wenn niemand darüber berichtet. Und das ist jetzt eben meine Aufgabe, um über das, was Disciple Escoffier ist, nämlich ein Berufsethos, die ganze Branche, zu informieren. Mit den Jeune Talent und den namhaften Mitgliedern aus den unterschiedlichsten Branchen erlebt die in Vergessenheit geratene Vereinigung Disciple Escoffier Suisse einen Revival. Eine erfreuliche Entwicklung, die Herrn Auguste Escoffier mit Sicherheit ein Lächeln ins Gesicht zaubern würde.